herzlich willkommen. Heute zeige ich euch eine meiner Lieblingssüßigkeiten aus Japan und zwar Oiri. Oiri ist Reispuffer in schön rund und sehr bunt. Die gibt es im Süden Japans. Es ist eine Spezialität aus der Insel Shikoku, genauer genommen aus der Präfektur Kagawa. Dort werden diese Oiri traditionell seit Hunderten von Jahren hergestellt und ich liebe diese Süßigkeiten. Es ist viel Plastik drumherum, es ist einmal eine Tüte drumherum, dann ist das Ganze noch in einer Plastikschachtel enthalten und es ist ein kleiner Brief drin. Da steht, es ist quasi das Shiori von Oiri. Shiori ist quasi ein Lesezeichen. Also eine kleine Botschaft vom Hersteller. Da wird die Geschichte des Oiri erklärt, dass damals 1587 der damalige Herrscher, Kaiser, seine Tochter zur Ehe rausgegeben hat und dann eben diese Reispuffer in 5 verschiedenen Farben, dass es schön feierlich ist, mitgegeben hat als Mitgift. Es war sogar ein Brief enthalten für quasi die Familie, dass diese Oiri eine Geste darstellen, dass sowohl in die Familie hineingegangen wird. Oiri kann man quasi im Japanischen als hineingehen verstehen. Also ein Mitgift, um in die Familie hineinzugehen und gleichzeitig ein rundes Herz zu haben, keine Ecken zu haben in den Emotionen, deshalb runde Kugeln. Hinzu kommt, dass fleißig gearbeitet wird und das ist auch ein Wortspiel, dass dieses fleißig arbeiten wäre im Japanischen zum Beispiel koma me ni hataraku, das heißt nicht nur fleißig, sondern auch auf Details achten und mame mame shiku hataraku wird eben in diesem Zettel erklärt und mame mame shi heißt eben auf Details achten, fleißig sein, heißt aber gleichzeitig auch Bohne, weil eine Bohne ist eine mame. Und wenn man zweimal Mame, zweimal Bohne sagt, dann ist es Mame Mame Shi und dann ist man detailliert und achtet auf Kleinigkeiten. Und weil diese Oiri eben auch an Bohnen erinnern, gilt diese Mitgift als Zeichen, dass man in die Familie hineingeht mit einem runden Herzen, ohne Ecken und dabei fleißig arbeitet. Das finde ich so schön, dass solche kleinen Wortspiele und Nachrichten in solchen japanischen Geschenken enthalten sind. Das finde ich super süß. Seitdem werden diese Süßigkeiten zu Feierlichkeiten, also Hochzeiten oder Geburten, aber auch wenn der Tag des Mädchens ist, das ist der 3. März in Japan, Hinamatsuri, da werden Arare, also Reispuffer in bunten Farben gegessen traditionell und diese Oiri sind quasi die, ich würde wagen zu sagen, das sei die Luxusvariante von den Reispuffern Arare. Diese sind Oiri. Außerdem zu Feierlichkeiten wie Shichigo-san. Shichigo-san ist eine japanische Feierlichkeit, wenn man 3 Jahre, 5 oder 7 Jahre alt wird, dass man eben bestimmte Etappen des Kindseins überlebt hat. Dafür hat man früher gefeiert. Zum Tag des Erwachsenwerdens, Seijin-shiki. Auch da kann man diese Oiri selbst essen oder eben verschenken. Es gibt also viele Anlässe, um kleine Oiri-Päckchen an Freunde und Familie zu verschenken. Nun, man kann diese Oiri auch einfach so essen, aber meine Empfehlung ist, das Ganze mit Milchprodukten zu essen. Ich werde die Packung jetzt mal öffnen und einfach so eine Kugel einfach so essen. Ja, schmeckt schon ganz gut so, aber mein absoluter Favorit ist wirklich das Ganze mit Milchprodukten zusammen zu essen. Das selbst schmeckt wirklich wie sehr weiches und sehr luftiges Reispuffer mit Zucker drumherum und ein bisschen Farbstoff, aber den Farbstoff schmeckt man nicht. Es schmeckt ziemlich intensiv nach Reis. Das zeigt, dass da wirklich guter Reis auch verwendet wird. Meine Empfehlung ist, die mit Joghurt zu essen. Ich weiß nicht warum, aber die Japaner lieben Bulgarien und Joghurt. Für die ist es ganz wichtig, dass man das zusammen in Verbindung setzt. Ich
Ich habe mir jetzt spontan im Konbini einen Bulgaria-Joghurt von Meiji gekauft. Da steht immer noch, dass Bulgaria-Joghurt die Tokio-Olympiade 2020 unterstützt. Tja, ich nehme jetzt von diesem Joghurt. Wie viel man da nimmt, ist natürlich egal. Ich habe hier jetzt einfach mal so eine Portion Joghurt rausgenommen. Und dann mache ich nichts anderes, als von den Oli einfach drauf zu kippen. Bam! So. Ich habe auch einen verschüttet. Das war's. Also es ist fast ein bisschen wie Müsli. Sehr buntes Müsli. Und das kann man jetzt einfach so zusammen essen. Das schmeckt so fantastisch, weil diese Oli-Kügelchen eine Süße haben, weil sie natürlich gezuckert sind. Und wenn man sie mit dieser ja kalten und weichen Joghurtkonsistenz zusammen isst, dann kommt das Knusprige von den Reispuffer-Kügelchen einfach nochmal umso besser zur Geltung. Einziger Nachteil, man muss schnell sein, weil die Kügelchen sich ganz schnell mit der Feuchtigkeit vollsaugen und dann werden sie matschig. Aber ihr wisst mittlerweile bestimmt, ich kann essen und reden gleichzeitig. Deshalb werde ich jetzt den Oli den Kampf ansagen und ganz schnell essen und dabei euch weiter erklären, was es so mit dieser Lieblingssüßigkeit auf sich hat. Als ich in Kagawa vor vielen Jahren zum Urlaub da war, bin ich eben diesen Oidi begegnet. Da gab es überall Softeis mit Oidi und ich war so verliebt, ich habe jeden Tag ein Oidi Softeis gegessen. Und zu meiner Überraschung gab es sogar im Hotel am Frühstückstisch, also am Frühstücksbuffet, Joghurt, einfach Joghurt pur und daneben dran eine Flasche voll mit Oidi zum selber draufschütten. Da habe ich eben bemerkt, wie gut Oidi und Milchprodukte zusammenpassen, weil sowohl Softeis, also auf Milchbasis, Vanille oder ein bisschen so Schoko vielleicht noch, als auch Joghurt passen so, so gut zu Oidi. Ich kann mir kaum vorstellen, wie die Menschen früher Oidi gegessen haben ohne Joghurt. Weil im 16. Jahrhundert gab es in Japan ziemlich sicher noch keinen Joghurt. Ich werfe auch einen Blick auf die Zutaten. Habe aber auch schon aufgegessen. Tada! Ich habe also die Oidi rechtzeitig essen können, während sie noch knusprig sind. Aha. Da drin ist Mochi-Reis enthalten, sogar aus Kagawa. Dann ist Zucker enthalten, noch mehr Zucker in Form von Glukosesirup. Dann ist Stärke enthalten, Öl und Farbstoff. In so einer Packung sind 30 Gramm enthalten. Das ist nicht viel, das ist ganz schnell aufgegessen. Und in dieser Packung sind auch zwei große Scheiben. Die sind wahrscheinlich das gleiche wie Oidi, wie diese Kugeln. Nur, dass sie halt eine andere Form haben und dadurch anders schmecken. Ich möchte mal probieren. Ja, die schmecken identisch, haben aber eine ganz andere Konsistenz. Sie sind außen auch knusprig. Aber dadurch, dass sie so ein bisschen dicker und ein bisschen größer sind, backen sie wahrscheinlich anders. Und sind deshalb ein bisschen klebriger. Was vielleicht auch daran liegt, dass mehr Masse vorhanden ist. Und deshalb der Mochi-Reis klebriger sich anfühlt im Mund. Diese würde ich empfehlen, auf Kugeleis zu stecken, wie eine Waffel, so zack. Und dann kann man das auch zusammen essen. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, nach Japan zu kommen und dann auch den Süden zu besuchen, dann schaut auf jeden Fall mal auf Shikoku in Kagawa vorbei und verpasst nicht diese leckeren Oidi-Kügelchen und vor allem das unfassbar leckere Softeis. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Inspiration. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!